Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und heute geht's mal wieder um ein Thema, was vor allen Dingen die Vollzeit-Vanlifer betrifft, aber sicherlich auch für Leute, die schon mal länger in Urlaub sind. Also selbst ab 3-4 Wochen ist das ein interessantes Thema, nämlich das Thema, wie bekomme ich meine Post? Geht sofort los, gleich nach dem Intro. Ja, das Thema ist schon lange überfällig, ich weiß, aber im Moment habe ich doch unglaublich viel um die Ohren, aber trotzdem will ich jetzt endlich mal das Thema Nachsendeantrag beziehungsweise wie mache ich das mit der Postadresse, wenn ich im Wohnmobil lebe oder länger unterwegs bin. Ich persönlich nutze den Service Kaya, getkaya.com, wo ich alle meine Post hinschicke. Komplett. Mache ich schon seit Jahren. Also auch zu Hause. Ne? Also als ich noch sozusagen ein Zuhause hatte, habe ich damit schon angefangen. Also ich nutze den jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Jahre absolut tadellos. Also es gibt ja diejenigen, die nur mal 2, 3, 4 Wochen unterwegs sind. Und es gibt diejenigen, die vielleicht auch 2, 3 Monate unterwegs sind. Und dann gibt es halt diejenigen, so wie ich, die immer unterwegs sind. Dafür gibt es halt verschiedene Lösungsansätze, was die Lösung fürs Nachsenden angeht. Klassisch ist ja, einen Nachsendeantrag bei der Post zu stellen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Das funktioniert aber eigentlich nicht besonders gut. Also, ich muss sagen, ich habe mal irgendwann gelesen, die Post wirbt damit, dass 97% oder 98% der Briefe tadellos und zuverlässig zugestellt wird. Das ist ja eine relativ hohe Prozentzahl, aber die 2% sind über das Jahr wahrscheinlich ein paar Millionen Briefe oder Millionen Briefe, die nicht ankommen. Also, ne, wenn man mal umgekehrt guckt, also der Nachsendeantrag ist immer nur eine Notlösung. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Post ist da, ja, wie soll ich sagen, bewerte das einfach selber. Also ich habe zum Beispiel einen Nachsendeantrag Ralf Schmidt, ne, so. Und wenn jetzt einer, zum Beispiel eine Behörde schreibt, Ralf und einen zweiten Vornamen, den will ich jetzt hier nicht nennen, da schäme ich mich, Schmidt, also Name von meinem Opi, dann kommt das schon nicht, wird das schon nicht nachgesendet. Kommen die nicht klar mit. Und auch andere Sachen gehen also verloren, das ist einfach so. Deshalb bin ich hingegangen und das rate ich allen, die lange unterwegs sind, seine Briefkontakte einzuteilen. Zum Beispiel Versicherungen, ne? Banken, was auch immer. Ne? Also meine Versicherung, den habe ich allen geschrieben, dass ich, also das habe ich schon lange getan, auch meiner Bank, dass ich natürlich weiterhin unter meiner Meldeadresse erreichbar bin, sie mir aber bitte die Post an meine Kaya-Adresse schicken. Ich begründe das, indem ich halt lange unterwegs bin, aber trotzdem die Post lesen möchte. Und so gehen jetzt alle Versicherungsschreiben, die ja leider fast immer noch per Brief, also per Papier verschickt werden, was weiß ich warum, gehen halt nach Kaya. Dort wird das eingescannt und ich bekomme sofort eine E-Mail, dass Post eingegangen ist. Läuft das mit einem Nachsendeantrag, dann ist das natürlich verzögert, ne? Weil die Post ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie den Eindruck, das geht erst an das Postamt, sagen wir mal Düsseldorf, von Frankfurt nach Düsseldorf. In Düsseldorf wird dann geprüft, ach ja, nee, der hat ja einen Nachsendeantrag und dann geht das nach Berlin. Ne? Also Kaya sitzt ja in Berlin. Das geht nicht von Frankfurt direkt nach Berlin. Also die Laufzeit, die Brieflaufzeit ist dann auf jeden Fall 2, 3 Tage verzögert. Kaya rendert am gleichen Tag ein und die E-Mail geht dann natürlich sofort raus. Und das ist bei Versicherungspolicen sowieso total klasse, weil ne, dann kommt da so ein Police mit AGBs, das sind keine Ahnung, eine Telefonbuch, dicke Geschichte, doppelseitig, das scannen die alles da ein und dann habe ich eine PDF, die ich mir auf meinem Computer abspeichern kann, das reicht mir. Ich habe also seit 5 oder 6 Jahren überhaupt kein Papier mehr. Ich habe keinen Aktenordner, nicht einen. Also alles, auch was ich per Briefpost direkt bekomme oder bekommen habe, habe ich immer sofort eingescannt, original weggeschmissen, braucht kein Mensch. Also mal abgesehen von einer Notarurkunde oder natürlich ein Kfz-Brief. Ne? Aber das sind ja Urkunden, das ist ja nicht normale Post.
Ja, und das funktioniert, wie gesagt, tadellos und sehr gut. Ich nehme euch mal mit in mein digitales Postfach. Also wenn ihr euch gelockt habt, dann kommt ihr hier auf so eine, auf die Posteingangsseite. Sieht eigentlich aus wie ein Mailprogramm. Ja, hat mir jetzt die Deutsche Post angeschrieben. Je nach Bandbreite braucht das schon mal einen Augenblick, bis die Seite geladen wird. Ist ja klar. Dann könnt ihr den Inhalt des Briefes lesen und ihr könnt die Datei natürlich auch direkt herunterladen. Ja, dann startet sofort der Download. Ihr werdet gefragt, wohin soll das? Ich mache es jetzt mal auf den Schreibtisch. Ja, und dann wird das runtergeladen. Fertig. Und dann könnt ihr das einsortieren, wie ihr wollt. Ihr könnt aber auch Kaja nutzen, sozusagen als Dokumenten-Cloud-Speicher. Also wie ihr das macht, ist sozusagen euch überlassen. Das Schöne ist, besonders wenn man also im Team arbeitet oder mit seinem Ehepartner, ne, beide haben darauf Zugriff, beide können unabhängig voneinander den Posteingang ja, lesen und auch eine E-Mail empfangen. So sind immer alle informiert, was ich für total praktisch empfinde. Ja, was kostet das Ganze? In der kleinsten Geschichte kostet das 10 Euro im Monat. Ich persönlich zahle noch, glaube ich, 6,20 Euro im Monat, aber ich bin ja, wie gesagt, ich habe noch diesen alten Tarif, die sind jetzt auch ein bisschen teurer geworden. Ich habe auch nur den kleinsten Tarif, das reicht mir. Ich bekomme, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Briefe im Monat, wenn überhaupt. Und das funktioniert da wunderbar. Na, dann gibt es natürlich auch noch einen teureren Tarif und einen Professional-Tarif. Also je nach eurer, wie soll ich sagen, je nach euren Bedürfnissen könnt ihr da wählen. Ich will euch gar nicht dieses Kaya verkaufen. Da habe ich nichts von. Ich wollte euch nur erklären, wie ich es mache. Das Problem bei diesen digitalen Postfächern besteht halt darin, dass die Behörden meistens nicht dahin schicken. Also ich hatte mal, vor 1,5 Jahren einen Nachsendeantrag gestellt und dann bekam ich Post vom Finanzamt und das Finanzamt sendet nicht nach. Das heißt, der Brief geht zurück mit der Postanschrift, wo hätte nachgesendet werden müssen. Ja, und Kaya sitzt ja in Berlin und da wollte das Finanzamt Düsseldorf mich schon an das Finanzamt Berlin überweisen. Das habe ich aber noch früh genug mitbekommen. Ich war auch nicht ganz so lange weg. Das heißt, ich habe das ja, zeitnah sozusagen erfahren. Habe dann mit dem Finanzamt gesprochen und glaubt mir, ich konnte überhaupt nicht begreifen, warum ich so einen Dienst in Anspruch nehme. Ja, Sie können doch Ihren Kindern, die Kinder die Post empfangen. Sage ich, nee, will ich nicht. Oder einen Freund oder eine Freundin will ich nicht. Ja, wieso nicht? Ja, weil das ist mir zu unsicher. Außerdem will ich die Leute nicht damit belasten. Für 2, 3 Wochen geht das natürlich, aber nicht für ein paar Monate. Also zumindest nicht in meinem Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis. Also möchte ich einfach nicht. Ich zahle lieber einen Zehner und dann funktioniert das super und ich muss keinen belasten. Also das war der Finanzbeamtin nicht näher zu bringen. Natürlich vermutet das Finanzamt immer Betrug, immer, also wir stehen ja unter Generalverdacht, alle wollen Steuern hinterziehen. Und dementsprechend wird man auch angesehen und behandelt. Und natürlich geht es auch um rechtliche Geschichten. Das muss man natürlich auch sagen. Deshalb braucht ihr für das Finanzamt und für Kfz-Zulassungsstelle einen sogenannten Empfangsbevollmächtigten. Den müsst ihr dahinter legen. Seid ihr selbstständig, kann das natürlich das Steuerbüro zum Beispiel sein, was das Finanzamt angeht. Und bei Kfz nimmt ihr halt irgendeinen Freund mit, Bekannte, Verwandte. Und dann müsst ihr so ein Formular ausfüllen, was aber alles nicht einfach ist. Glaubt mir, also die Behörden sind da sehr, sehr rückständig. Die können damit überhaupt alles gar nichts anfangen. Deshalb mein Rat, fangt damit schon sehr früh an. Also ich sag mal 6 Monate im Voraus. Das schadet nicht. Ne, wenn ihr sozusagen schon 3 Monate vorher so eine Nachsendegeschichte habt und Empfangsbevollmächtigten und so weiter, dann seht ihr ja, ob das funktioniert und könnt noch eingreifen, während ihr in Deutschland seid. Und seid ihr einmal durch dieses Thema, so dass ihr seht, funktioniert alles, dann habt ihr das aus dem Kopf für den Rest eures Lebens so in etwa. Ja, also ist nur ein kleiner Rat an euch. Ich finde dieses Kaya super, gibt aber auch noch andere Dienste. Genau, das wollte ich noch sagen. Gibt noch andere Dienste, müsst ihr mal recherchieren. Darüber kann ich aber keine Auskunft geben.
Kaya funktioniert bei mir. Und was ich natürlich vergessen habe zu sagen, in dem ganzen mit meinem Erklärungstourette vergesse ich dann auch schon mal was. Natürlich bekommt ihr auch Post, wo zum Beispiel eine Kreditkarte drin ist, eine EC-Karte, weiß ich nicht, ein Schildchen für eure Drohne und so weiter. Die müsst ihr natürlich eigentlich direkt zu euch geschickt bekommen, ne? Und da kann man schwer unterscheiden. Also entweder müsst ihr bei der Bank daran denken, ne? Oder bei Eurocard oder bei dem Schildchen, dass dieser Artikel, dieser Brief woanders hingeht. Oder wenn ihr das vergessen habt oder das automatisch halt passiert ist in irgendwann einer Form, ist das nicht schlimm, ne? Denn Kaya scannt das ja ganz normal. Ihr wisst, aha, EC-Karte, und die könnt ihr euch dann per Päckchen oder Paket schicken lassen. Ne? Und Päckchen und Paket, dafür habt ihr ja keinen Nachsendeantrag gestellt, also hoffe ich zumindest. Oder halt zu einer anderen Adresse, nicht zu Kaya. Und dann könnt ihr, ich glaube, 7,50 € kostet pro also pro Päckchen, was die dann verschicken. Und dann kann halt Freund, Freundin, weiß ich nicht, die EC-Karte zum Beispiel in Empfang nehmen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich, wie gesagt, ich nutze das seit ein paar Jahren. Ich bin zufrieden. 10er im Monat finde ich okay. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, keine Frage. Ich habe ja auch noch einen Vertrag bei CA Relocated. Da gibt es ja schon ein Video. Die haben ja auch so einen Postempfangsservice. Da kann man eigentlich auch alles hinschicken. Aber die haben den charmanten Vorteil noch, dass man die auch noch als Empfangsbevollmächtigten angeben kann, und dann ist man da aus dem Schneider mit den Behörden. Ich fahre zweigleisig bei Kaya aus der Historie heraus und bei CS Relocated, da geht also der ganze Behördenkram hin, und hier bei Kaya sozusagen der ganze Rest. Ja, das soll es gewesen sein. Drückt euch ganz fest die Daumen bei allen Vorhaben, die ihr jetzt noch umsetzen möchtet. Wie gesagt, mit Behörden wird nicht einfach sein. Fangt früh an und dann geht das schon. Ist alles lösbar, ne? Man muss da halt nur durch und man muss die Zähne aufeinander beißen, und dann kriegt man das schon hin. In dem Sinne, schrottfreien Flug. Bleibt mir gewogen. Eine wunderschöne Zeit, wo immer ihr auch seid. Bis dann. Tschüss.